Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und habt auch frei, müsst nicht arbeiten. Ja, wir werden heute gemeinsam die Gedanken und Gefühle sowie auch die kommenden Schritte von deinem Wunschpartner oder Gegenüber auslegen. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. So, wir fangen jetzt mit dem Seelenpartner-Orakel an. Ich werde jetzt drei Schichten auslegen. Wir fangen zuallererst mit den Gedanken an. Dazu nehme ich eine Orakel. Orakelkarte und auch die Tarotkarten. So, dann schauen wir mal auf der Gedankenebene deines Gegenübers. Was denkt er gerade über dich, über euch? Was geht in ihm gerade vor? Wir haben das Ass der Kelche, den Magier und noch eine dritte Karte und wir haben noch zwei andere Karten. Wow, also die Gedankenebene, die ist hier ganz eindeutig, ohne Blockaden. Also die Gefühle sprechen hier für sich. Ich habe sogar das Gefühl, dass er dich gerade versucht zu manifestieren. Was haben wir denn hier von der Orakelkarte? Sprich die Sprache der Liebe. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deines. Ja, wunderschön. Also tatsächlich ist sein Verstand tatsächlich gerade sehr in der Gefühlsebene. Wie ihr das sehen könnt, hier auch mit dem Ass der Kelche. Ich kläre auch nochmal die Karten teilweise ab. Auf den Magier hätte ich gerne eine Klärungskarte. Ja, und er versucht jetzt hier tatsächlich, weil seine Intuition flüstert ihm das hier jetzt auch so langsam mal zu oder beziehungsweise dein Wunschpartner hat hier auch mehr Zugang zu seiner Intuition. Vielleicht war das in der Vergangenheit etwas mehr abgeschottet durch das Ego, aber hier auch gerade der Page der Kelche in dieser Verbindung, ne, man sieht ja auch, wie der Fisch dem Page zuflüstert, das verbinde ich auch sehr oft mit der Intuition und sein Herz quasi, seine Intuition hat dieses Gefühl, dieses tiefe Gefühl der Liebe in Bezug auf dich. Ja, und dadurch eben auch, ob er es bewusst oder unbewusst macht, manifestiert er hier eure Liebe. Und eben auch hier die drei der Münzen. Ja, er überlegt tatsächlich, mit dir in eine feste Verbindung zu gehen, mit dir auch offen und ehrlich darüber zu sprechen, denn dein Wunschpartner, dein Gegenüber hat hier sehr, sehr viele Erinnerungen an dich. Vielleicht bei dem einen oder anderen von euch spielen einfach auch Kinder noch eine Rolle. Kinderwunsch kann hier auch sehr gut sein, aber primär nehme ich hier wahr, dass dein Wunschpartner hier gerade sehr viel über dich nachdenkt, über die schönen Momente, die ihr gemeinsam hattet, ne, wo dann auch nochmal die Gefühle hochkommen. Denn hier das Ass der Kelche ist hier sehr eindeutig und das sind hier einfach die tiefen Gefühle. Und hier auch mit der Orakelkarte spricht die Sprache der Liebe. Also hier öffnet sich dein Wunschpartner gerade. So, und jetzt lass uns mal auf der Herzgegend schauen, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Denn die Kopfebene, also die Gedanken eben, die sind mir rausgeschlittert. Die Gedankenebene ist schon hier ohne jegliche Blockade. Sehr einheitlich. Lass uns mal auf der Herzgegend schauen. Eile mit Weile. Wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Ja, genau. Dein Wunschpartner möchte das jetzt wohl überlegt alles, sag ich mal, in Angriff nehmen. Ja, vielleicht hat er auch in der Vergangenheit zu viele Schnellschüsse in deine Richtung getan, wo er vielleicht dir etwas gesagt hat, es aber dann schlussendlich doch nicht einhalten konnte. Ne, das ist hier mit dieser Eile mit Weile auch gemeint. Und deshalb jetzt hier vielleicht auch nochmal der Impuls, dass sich dein Wunschpartner jetzt mehr Zeit lassen möchte. Natürlich ist er hier sehr frei zurzeit in der Gedankenebene, sehr auf der Gefühlsebene in deine Richtung, möchte aber diesmal die Dinge auch richtig anstellen. Das nämlich hier tatsächlich war. Lass uns mal mit den Tarotkarten schauen. So, wir haben die 10 der Schwerter. Das Ass der Stäbe und den Mond. Und lass uns noch mal den Mond und die 10 der Schwerter abklären. Denn bei dem einen oder anderen von euch ist noch eine Blockade auf der Herzgegend, noch ein gewisser Herzschmerz. Entweder hat das was mit eurem Beziehungsende oder irgendetwas ist zu Ende gegangen zu tun. Oder aber es muss auch nicht mit euch oder mit dir zu tun haben. Es können auch wirklich auch noch alte Bänder sein, alte Verletzungen, die hier eben noch als Blockade tief auf der Herzgegend stehen. Denn auch hier mit dem Tod, irgendetwas ist hier mal zu Ende gegangen, was hier wirklich wie so ein Stich ins Herz bedeutet hat für deinen Wunschpartner. Dadurch vielleicht auch in der Vergangenheit dieses Übereilte, das dann doch nicht einhalten können. Und deswegen möchte er das jetzt hier wohl überlegt angehen, ja, weil hier noch irgendein Schmerz sehr, sehr tief fest sitzt.
auf der Herzgegend, was dann auch natürlich dazu kommen kann, dass man immer wieder mal, wenn es eng wird, auch wieder mal die Mauern zuziehen kann, ja, wenn es dann wieder vertrauter wird, rein theoretisch, weil wir haben hier auch den Teufel. Und das ist hier wirklich auch ja noch dieses Band, was hier noch an dieser alten Verletzung festhält, was eben auch immer wieder dieser großen Wachstumschance in eurer Verbindung auch im Wege stehen könnte oder vielleicht bisher auch im Wege gestanden hat, ja. Aber schlussendlich auch mit dem Teufel sieht man hier, dass dein Wunschpartner auch von dir überhaupt nicht loskommt. Ne? Ich habe den auch in letzter Zeit ziemlich häufig, aber diese Ketten zwischen dem Liebespärchen, das ist wirklich wie so ein so starkes, nicht durchtrennbares Band. Und das erinnert mich auch tatsächlich immer daran, dass man wirklich auch, dass das Universum möchte, dass man in diese Aufgabe auch reingedrückt wird. Das heißt, jetzt in dem Falle deines Wunschpartners wirklich auch jetzt mal da reingedrückt wird, diesen alten Schmerz hier aufzuarbeiten. Ja, weil es ist ja auch nicht schön für diesen Menschen, natürlich auch nicht für eure Verbindung, wenn hier sowas immer mitgetragen wird und dann immer wie so eine Schutzmauer zwischen eurer Verbindung vorherrscht. Genau. Dann haben wir hier den Mond. Ja, und das ist hier eben auch so diese Angst, die hier tief im Herzen drinne steckt, ja. Wie gesagt, die Gedankenebene, die ist voll und ganz bei dir, ne? Also wirklich, er ist sich sehr, sehr wohl bewusst, du könntest die oder der Richtige definitiv sein. Hier stimmt einfach alles. Aber auf der Herzgegend eben schlummert noch so ein bisschen diese Urangst durch alte Verletzungen, ob er, da kommt immer mal wieder so eine Angst hoch, ja. Kann er jetzt oder ist er jetzt wirklich auch bereit, all in zu gehen, auch wirklich sich zu committen für eure Verbindung? Ja, auch wirklich so ein bisschen, ich sag mal ja, in einer Verbindung, wenn man zusammen ist, dann ist es natürlich auch immer wichtig, trotzdem selbstbestimmt zu sein. Aber dennoch muss man ja auch Kompromisse eingehen, weil man ja dann auch zusammen wächst. Dafür hat man eben auch viele schöne Sachen. Aber hier ist das eben noch so eine kleine Angst bei dem Wunschpartner, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, was hier eben, ja, wo das Universum tatsächlich eben immer wieder deinen Wunschpartner daran erinnert, jetzt stell dich bitte deiner Verletzung, arbeite diese auf, damit du einfach frei wirst für die Liebe, ne? Weil hier die Gefühle sind da und auch eben sehr, sehr tiefe Gefühle und gerade ein Mensch jetzt wie du und er, das triggert natürlich enorm nochmal an, weil hier einfach auch, ja, umso mehr die Gefühle da sind, umso mehr ist man natürlich auch triggerbar. Nicht umsonst suchen sich tatsächlich auch viele Menschen einen Partner im Leben aus, wo Gefühle gar nicht so tief sind, weil dieser Mensch dann gefühlsmäßig gar nicht so gefährlich werden kann. Das ist sehr interessant. Also das machen tatsächlich auch viele aus Eigenschutz. So, dann schauen wir mal, genau, was so die Tendenzen sind, wie es weitergeht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ups, die wollte ich nehmen. Geistige Verbundenheit. Ja, geistig seid ihr miteinander vereint, eure Seelen sind vereint. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, wenn ich das jetzt hier sehe, weil hier steht auch drauf, ja, auf der Karte, die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Ja, ihr habt sicherlich, wenn ihr daran glaubt, einen Seelenvertrag. Ja, ihr solltet euch nochmal treffen, sage ich jetzt mal. Und auch wenn ihr vielleicht ab und zu mal entfernt seid in der 3D-Welt, ne, oder körperlich, sage ich mal, habe ich dennoch das Gefühl mit dieser geistigen Verbundenheit, dass ihr euch tatsächlich auch sehr stark spürt gegenseitig. Wie geht es dem anderen? Oder einfach, dass man vielleicht auch die Nähe zueinander spürt, obwohl man sich vielleicht körperlich gar nicht sieht. Auch wenn jetzt hier vielleicht bei dem einen oder anderen von euch noch ein körperlicher Abstand ist, ja. Genau, aber diese Verbindung, was ich hier wahrnehme, die ist so tiefgehend, da ist, ja, ihr habt da definitiv noch eine Aufgabe zusammen zu erledigen, sage ich jetzt mal. Und ich finde es sehr schön, dass wenigstens auf der, wie gesagt, auf der Gedankenebene das so astrein gerade ist bei deinem Wunschpartner, er sich so darüber bewusst ist, dass du einfach die Richtige oder der Richtige sein kannst.
Schau mal, wir haben hier die Königin der Stäbe, das Ass der Münzen. Hups, wow, und das Ass der Stäbe. Also besser geht es ja gar nicht, ja? Schau mal, hier sind so viele Chancen. Also du bist hier auch, ne, die Königin der Stäbe. Man möchte hier jetzt wirklich auch auf die Königin der Stäbe zugehen. Ich habe das Gefühl, du erstrahlst auch gerade so. Du hast doch gerade eine ganz, ganz tolle Aura um dich herum. Vielleicht hast du einfach jetzt auch die Zeit für dich genutzt, ja? Vielleicht war das dann jetzt tatsächlich auch deine Lernaufgabe in dieser Verbindung, deinen Wert zu erkennen, auch jetzt mal nicht immer zu geben, sondern auch mal deine Energie zurückzunehmen und dich aufzupäppeln in dem Sinne und die beste Version aus dir zu machen. Aber es ist ja auch ganz egal, weil du strahlst eben gerade wie die Königin der Stäbe, sehr selbstbewusst. Ja, und auch sehr, sehr anziehungskräftig vor allem auch, ja, sehr charismatisch und weiß, was sie will, hat auch ihren eigenen Kopf und verbiegt sich einfach auch nicht mehr. Und auch gerade hier, schau mal, mit dem Ass der Münzen und auch dem Ass der Schwerter habe ich das Gefühl, wir sehen es ja auch auf der Gedankenebene, ja, er möchte jetzt die Sprache der Liebe sprechen, er bereitet sich quasi schon darauf vor, möchte es natürlich nicht voreilig machen, das heißt, es kann jetzt ein paar Tage dauern, es ist ganz, ganz unterschiedlich, ja, es kann aber auch manchmal noch ein, zwei Wochen dauern, aber hier möchte dir dein Wunschpartner, dein Gegenüber auf jeden Fall die Hand reichen, ja, für eine feste Verbindung, weil hier einfach auch eine klare Entscheidung getroffen wird, weil er einfach diese große Chance sich nicht entgehen lassen kann in dieser Verbindung, wo die Gefühle doch sehr, sehr stark sind. Und wir haben ja hier auch schon gesagt, das Universum wird ihn durch diese starke Verbindung zwischen euch sowieso immer wieder daran erinnern. Und selbst wenn es nur in ruhigen Momenten ist, ja, auch selbst wenn er sich die ganze Zeit ablenken sollte, aber dann, wenn es ruhig wird, kommen definitiv wieder diese Gedanken hoch. Aber wie gesagt, auf der Gedankenebene zurzeit ist dein Wunschpartner glasklar in Bezug auf dich, in Bezug auf die feste Verbindung und ob bewusst oder unbewusst, er wird dich gerade oder er ist gerade dabei, dich zu manifestieren. Ich sehe auch gerade hier an der Unterseite das Liebespaar, ja, also die Liebenden. Lass uns noch zum Abschluss eine Liebesbotschaft ziehen, bevor ich das Reading beende. Eine Botschaft von deinem Wunschpartner gegenüber an dich. Ich finde, das ist ein super schönes Reading. Natürlich, die Verletzung kann immer wieder mal dazwischen funken, aber wenn die Erkenntnis zumindest da ist, auch vor allem bei deinem Wunschpartner, kann man eben auch aktiv daran arbeiten. Und oft bringt es gar nichts, wenn du ihm das beispielsweise sagst, ja, dass er das selber auch spürt. Und das geht am allerbesten, wenn du eben in die Veränderung gehst, sage ich jetzt mal, deine gesunden Grenzen setzt und sag ich mal, wenn dann deine Energie sich verändert, was sie ja offensichtlich getan hat hier, dann zieht die andere Energie natürlich wieder in deine Richtung nach, ja? Das ist, ja, es wird immer ein Ausgleich stattfinden zwischen den Energien. Ja, schau mal, was haben wir hier? Das Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an, also wunderschöne Karte. Ja, du darfst dich hier auf ein Wunder erfreuen, vielleicht rechnest du gar nicht mehr damit, aber das hier ist eine Legung definitiv für diejenigen, wo der Wunschpartner auf dich zukommt, sich sehr wohl jetzt überlegt, wie die nächsten Schritte sein sollen und da auch wirklich Bestand dahinter ist, weil die Verbindung einfach zu stark ist, um diese aufzugeben. Also du darfst hier definitiv mit einem Wunder rechnen. Ja, dann schau bitte, ob du damit in Resonanz gegangen bist und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss!